Ja, du, jetzt wirst du schon sehen, was du davon hast. Oh, komm, red mit meiner Hand, du Vollidiot. Ja. Guten Tag. Guten Tag, Herr Berger. Ja. Herr Berger, Sie sind hier bei Gericht und man weiß, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, sonst macht man Sie strafbar. Herr Berger, Sascha ist Ihr Vorname, Sie sind 18, wohnen in Stockscheid, Dachdecker vom Beruf und mit der Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Ich komme gerade noch von der Arbeit, ja, genau. Herr Berger, der Angeklagte wird hier vorgeworfen, Ihren Ehemann Daniel Reichelt aus Eifersucht getötet zu haben und eine Affäre mit der Jenny Becker soll Auslöser gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Sie haben sich jetzt bei der Geschäftsstelle bei mir gemeldet, weil Sie Angaben machen könnten zur Beziehung zwischen Jenny Becker und Herrn Reichelt. Welche? Jetzt kommt's. Ja, genau. Ich habe was herausgefunden, das würde hier wahrscheinlich alle umhauen, weil die Jenny ist die ganze Zeit hier nur am Lügen und was am Scheitern. Was willst du eigentlich? Ich hab's doch gesagt. Lass mich doch endlich mal in Ruhe. Hey, du bist doch zum Kotzen. Bitte, Frau Becker. Herr Berger, was haben Sie herausgefunden? Ja, ich meine, Sie reden ja die ganze Zeit davon, dass Jenny und dieser Tote da ein Verhältnis gehabt haben soll. Das stand ja auch so in der Tageszeitung. Und ja, das sagt auch die Jenny hier jedenfalls im Verfahren. Die Staatsanwaltschaft geht sogar davon ab. Ja, und das ist vollkommener Blödsinn. Das habe ich nämlich auch die ganze Zeit gedacht. Und ich habe mich vollkommen getäuscht, wahrscheinlich wie alle Leute hier. Und weil Jenny nur am Lügen ist, die ganze Zeit. Also ich meine, wir sind alle davon überzeugt, außer dem Staatsanwalt, aber vielleicht können Sie uns ja ein bisschen erzählen, was Sie darüber wissen. Was ist klar? Ja, natürlich. In Wirklichkeit sind nämlich Jenny und der Typ von der Vater und Tochter. Das ist der Hammer, oder? Was? Ich bitte Sie, das wird ja mal besser hier. Spinnst du? Oh, hast du deine Medikamente heute vergessen oder was geht bei dir ab, du Idiot? Echt? Bitte. Mei, was soll das? Herr Berger, sind das jetzt bloße Vermutungen, die Sie vortragen, oder haben Sie irgendwas Konkretes in der Hand? Na klar doch. Mit dem Sie das beweisen können. Klar doch, ich bin mir so sicher, weil ich einen Beweis gefunden habe. Und zwar alte Liebesbriefe. Und jetzt raten Sie mal bitte schön, wer da so fleißig an Jennys Mutter geschrieben hat. Das haben Sie ja quasi schon verraten. Daniel Reichelt wohl, oder? Ja, bingo, klar. Mhm. Dann bringen Sie mir die Briefe doch. Das, nicht, das ist doch das, was Sie wollen. Zum Beispiel. Dankeschön. Nehmen Sie wieder Platz. Ja. Die Briefe bleiben zunächst einmal eh hier. Meine geliebte Astrid, Januar 87. Gestern war einfach unglaublich. Ich konnte kaum schlafen nach unserem heißen Abend. Kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Dein Daniel. Und so weiter und so weiter. Mal gucken, was die anderen sagen. Datiert jedenfalls alle an die Mutter von der Jenny. Wenn ich es richtig sehe. Und datiert aus diesem Zeitraum. Also wenn der Zeitraum 1987 war, Frau Vorsitzende, und der Unterzeichnete wirklich Daniel Reichelt, also dann könnte rein rechnerisch natürlich der Vater sein von Jenny Becker. Nein, das sage ich doch die ganze Zeit. Nein, das ist doch Unsinn. Ich meine, Sie wissen doch selbst, es könnte doch irgendein Daniel sein. Wie viele Daniels gibt es denn hier in Deutschland? Das ist nicht mein Mann. Mein Mann hat ein einziges Kind und das ist mein Sohn Tim. Ich bitte Sie. Natürlich ist das gewesen. Oder Jenny, nein. Los, sag uns, wer ist dein Vater, Jenny? Los, sag es uns doch. Erzähl es uns allen, bitte. Ja, ich, weil keine Ahnung. Frau Becker, Sie wissen nicht, wer Ihr Vater ist. Nein, weiß ich nicht. Meine Mutter hat mir das nie gesagt. Aber Sie wissen, dass Sie ein Recht darauf haben, dass Ihre Mutter Ihnen den Namen Ihres Vaters nennt. Das können Sie notfalls sogar einklagen. Ja, Entschuldigung, aber das würde mir recht herzlich bringen. Ja, sie würde es ja trotzdem nicht sagen, oder können Sie hier in den Kopf gucken? Da habe ich doch wirklich ins Schwarze getroffen. Natürlich ist es Daniel gewesen. Jetzt überleg doch mal logisch. Warum hat er dich die ganze Zeit eingeladen? Warum hat er dich als Babysitterin eingestellt, um nah bei seiner Tochter zu sein, um sie kennenzulernen? Oh Gott, ich schwöre, ich war nicht deswegen da. Wir hatten Sex. Ach, und Jenny, halt den Mund. Das ist leider so. Also bislang ist alles eine Vermutung mit dieser Vaterschaft. Aber Herr Berger, woher haben Sie diese Briefe? Ich habe Ausbesserungsarbeiten am Dach von der Frau Becker gemacht. Ich wollte hier halt ein bisschen behilflich sein. Und das war halt auch mal eine gute Gelegenheit, um in der Nähe von Jenny zu sein. Ach, ich sag doch, weil ich habe halt ab und zu gehofft, dass ich ihr mal über den Weg laufe oder dass wir ab und zu mal miteinander reden können. Denn Sie müssen wissen, ich finde Jenny ist eigentlich eine total liebe und tolle Frau. Und ich mag sie eigentlich total gerne. Oh, und als ich dann oben auf dem Dach gearbeitet habe, habe ich halt dann die Briefe gefunden. Du bist total irre, echt? Findet man die einfach so oder sucht man da irgendwas? Schnüffelt man doch ein bisschen rum, oder nicht? Klar, und wollte ich sie ja nicht. Ich habe sie halt nur oben gefunden. Und ich wollte mich halt innerlich selber davon überzeugen. Ich habe halt gehofft, dass Jennys Mutter irgendwas davon schreibt, dass sie halt von diesem Daniel schwanger ist. Das wäre halt dann meinen letzten Zweifel ausgeräumt, dass sie irgendwas mit diesem Typen da haben soll. Steht da was von Schwangerschaft drin in den Briefen? Also von Jenny habe ich da drin nichts gelesen. Noch Fragen an den Zeugen Berger? Nein, vielen Dank. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie mal hinten Platz, Herr Berger, falls ich Sie noch brauchte. Die einzige Person, die dazu wirklich was sagen kann, ist Jennys Mutter. Und genau die Astrid Becker haben wir als nächste Zeugin vorgesehen. Astrid Becker, bitte. Sie nehmen bitte Platz. Frau Becker, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar.
Frau Becker, und vielleicht noch etwas, man kann natürlich dann schweigen, wenn man Sie selber oder nahe Angehörige, wie zum Beispiel eine Tochter einer Straftat bezichtigen müsste, Paragraph 55, kann man auch sagen, dazu sage ich nichts. Frau Becker, Ihr Vorname ist Astrid, Sie sind 33, wohnen in Stockscheid und was sind Sie vom Beruf? Ich bin selbstständig und habe ein Reisebüro. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Nein. Frau Becker, es geht um die Umstände des Todes von Daniel Reichert. Und seine Ehefrau ist angeklagt, ihn aus Eifersucht letztendlich getötet zu haben. Und der Zeuge Berger, der da hinten sitzt, hat hier eben Briefe beigebracht, die möglicherweise von Ihnen und Daniel Reichert stammen. Könnten Sie sich die mal ansehen? Stammen die von Ihnen? Ja. Und ich frage mich, wie du dazu kommst. Hast du die mitgehen lassen? Tut mir leid, Frau Becker. Ich wollte halt nur wissen, was Jenny mit diesem Daniel dazu tun haben soll. Das sind meine privaten Sachen. Das sind ganz intime Dinge. Die haben mich überhaupt nichts anzugehen. Frau Becker, also hatten Sie eine Beziehung mit Daniel Reichert? Ja, das war ein kurzes Strohfeuer. Mehr kann man das nicht nennen. Das ist schon 18 Jahre her. Und ich wusste überhaupt nicht, dass ich die Briefe noch habe. Ihre Tochter ist jetzt 17 Jahre. Die Briefe stammen aus dieser Zeit, als Sie mit ihr schwanger gewesen sein müssten. Ist Jenny seine Tochter? Von Daniel? Nein, natürlich nicht. Zwischen uns gab es eine Teenagerliebe. Mehr kann man das nicht nennen. Du hattest was mit Daniel, Mama? Ist ja super, wird ja immer besser hier. Hast du mir noch irgendwas verheimlicht? Ich muss dir doch nicht alles erzählen. Ich habe auch ein Intimleben. Da muss eine Tochter auch nicht jedes Detail von wissen. Außerdem ist das schon so lange her. Jedenfalls bin ich erst nach der Sache mit Daniel schwanger geworden. Aber Mama, wer ist denn dann mein Vater? Jenny, darüber haben wir doch schon so oft gesprochen. Was ist denn so wichtig daran, einen Vater zu haben? Er ist ja noch nicht mal hier, er interessiert sich nicht für dich, er will dich gar nicht kennenlernen. Jeder hat einen Vater. Er hat kein Interesse an dir. Wir wissen wenigstens, wie er aussieht oder wie er heißt. Aber du erzählst mir doch gar nichts, da müssen doch mal Gefühle im Spiel gewesen sein. Jenny, du kennst ihn doch sowieso nicht. Ja, aber dann erzähl mir doch wenigstens, wie er heißt oder was er macht oder irgendwas. Frau Becker, wer auch immer jetzt der Vater von Ihrer Tochter ist, lassen wir das mal dahingestellt. Fraglich ist für mich, haben Sie von der Affäre gewusst zwischen Daniel Reichert und Ihrer Tochter? Wussten Sie das? Ja. Meine Tochter hatte eine Beziehung zu Daniel Reichert. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Aha, einen Moment bitte. Das haben Sie bei der Polizei noch anders geschildert. Hm. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Das wäre doch ein prima Motiv gewesen. Die hätten doch so lange auf mir rumgehakt, bis ich mit etwas Pech jetzt hier sitzen würde. Also Sie wussten von dieser Beziehung? Definitiv. Ja, leider. Ja, aber das muss doch ganz schrecklich für Sie als Mutter gewesen sein. Zum einen, weil Ihre Tochter erst 17 Jahre alt ist und zum anderen, weil es sich bei Daniel Reichert um einen Ex-Geliebten von Ihnen gehandelt hat. Dass Daniel und ich mal was miteinander hatten, das spielt doch gar keine Rolle mehr. Aber dass er sich an Jenny rangemacht hat, das war schrecklich für mich. Er wollte sie nur aussitzen, er wollte sie nur fürs Bett. Ja, Frau Becker, dann sind Sie doch eigentlich erleichtert, dass sich mit dem plötzlichen Tod von Herrn Reichert so alles für Sie positiv gelöst hat, oder? Was? Ich weiß überhaupt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Aber Frau Becker, Sie wissen ganz genau, was ich darauf hinaus will. Haben Sie vielleicht ein bisschen nachgeholfen, um konkret zu fragen, haben Sie Daniel Reichert getötet, weil er mit Ihrer 17-jährigen Tochter ins Bett gegangen ist? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Ich schwöre es, ich habe nichts damit zu tun. Frau Becker, Ihre Tochter hat vorhin gesagt, dass sie Daniel Reichert bei Ihnen zu Hause kennengelernt hat. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Und dafür könnte ich mich heute noch in den Hintern beißen, dass ich ihn zu uns nach Hause geholt habe. Ich wollte nur nett sein. Schließlich hatten Daniel und ich ja nun mal eine kurze Beziehung miteinander. Und als er in unser Dorf gezogen ist, da wollte ich mich einfach ein bisschen um ihn kümmern. Seine Frau wollte ja schließlich auch nachkommen. Ja, dann habe ich ihn ab und zu mal eingeladen. Wir haben Fernsehen gesehen, was zusammen gegessen. Bis ich gemerkt habe, dass er sich eindeutig an Jenny ranmacht. Und das wollte ich unbedingt verhindern. Und dann habe ich ihn auch nicht mehr eingeladen. Aber da war es natürlich schon zu spät. Ja, leider. Da haben die sich schon heimlich getroffen. Und dass Jenny da babysitten geht, das wusste ich auch nicht. Und das hätte ich niemals zugelassen. Ja, du bist es ja auch selber schuld. Was mischst du dich denn auch ständig in meine Sachen ein? Wenn du mich mal mein Leben leben lassen würdest, dann würde ich dich auch nicht anlügen. Jenny! Du vergisst wohl, dass ich deine Mutter bin. Und wenn ich das Gefühl habe, dass du missbaust, werde ich mich einmischen, auch wenn du noch 50 Jahre alt wärst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich missbaue. Du bist einfach total eifersüchtig. Er hat dich nur benutzt, Jenny. Er wollte dich nur ins Bett bekommen. Du hast doch gar keine Ahnung. Du bist einfach nur total eifersüchtig, weil Daniel nur mich wollte und nicht dich.
Und außerdem, Jenny, was willst du überhaupt über... Jenny, er hat dich nur ausgenutzt. Ganz bestimmt, ich sage dir die Wahrheit. Und das sagst du mir. Ich habe mehr Erfahrung als du mit deinen 17 Jahren. Ja, du willst mir was von Erfahrungen mit Männern erzählen? Seit deiner Geburt hast du keinen einzigen Mann mehr. Also erzähl mir nicht so einen Scheiß. Frau Becker, und genau das ist der Punkt. Ich habe mich natürlich ein wenig über sie im Vorfeld erkundigt und durfte feststellen, dass sie tatsächlich seit 17 Jahren keinen festen Freund mehr hatten. Und dann laden sie ganz plötzlich einen äußerst attraktiven Mann in ihr Haus, der sich dann auch an ihre Tochter ranmacht. Und dann wollen sie uns hier allen Ernstes erzählen, dass sie das nicht eifersüchtig gemacht hat? Das glauben Sie wohl doch nicht. Das ist absoluter Unsinn. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Sie können, Sie wollen nicht. Das ist der Punkt. Sie wollen nicht, Frau Becker. Noch Fragen an die Zeugin? Danke. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Herr Rechtsanwalt Höch, Sie hatten mich ja gebeten um eine Verhandlungsunterbrechung, weil Sie einen Haftprüfungstermin zwischendurch haben. Ja, der fängt in 10 Minuten an. In 10 Minuten? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Unterbrechung und setzen dann später fort. Ja? Ein bisschen frisch machen. Mischen auch schon. Ja, bitte, die Trinken mit. Oh, Entschuldigung. Ich sehe gerade, Sie machen Pause. Richtig. Darf ich Sie trotzdem stören? Ja, und nehmen Sie mal bitte Platz, denn deshalb, weil ich Sie, ich meine, Sie haben Sie im Publikum gesehen vorhin, oder? Richtig. Ich bin Stefanie Jonas. Aha. Ich bin eine enge Freundin von der Astrid. Ich bin hier, weil ich die Astrid sozusagen seelisch unterstützen wollte. Um was geht es? Ja, mir ist da vorhin was aufgefallen. Und zwar, als die Sachverständige das mit den dicker geschriebenen Buchstaben in dem Abschiedsbrief erzählt hat. Ja. Also da kam mir eine ganz andere Idee. Und zwar denke ich, dass Daniel vielleicht einen Hinweis auf den Täter geben wollte in dem Abschiedsbrief. Es könnte doch sein, dass zwei dieser Buchstaben vielleicht Initialien sind. Und zwar die Initialien von jemandem, den ich und alle anderen hier gut kennen. Und der seit Jahren etwas zu verbergen hat. Hat sich das mit der, erledigt jetzt mit der Haftprüfung? Ja, hat mir vieles aufgehoben. Hat wunderbar geklappt, entgegen was der Herr Römer wollte. Ja. Aufgehoben sogar. Dann wird die Verhandlung fortgesetzt mit der Vernehmung von Stefanie Jonas, bitte. Frau Jonas. Frau Jonas. Stefanie, wieso musst du jetzt hier aussagen? Was wollen die von dir? Astrid, hast du was mit Daniels Tod zu tun? Weißt du, wer es war? Wie kommst du denn darauf, dass ich was weiß? Nehmen Sie Platz, Frau Jonas. Dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Sonst macht man sich strafbar. Frau Jonas, Stefanie heißen Sie mit Vornamen. Wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre. Und wo wohnen Sie? In der Römerstraße 7 in Stockscheid in der Eifel. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Erzieherin. Und sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Frau Jonas, Sie haben mir in meinem Büro eben eine ganz interessante Theorie erzählt, die Ihnen während der Verhandlung eingefallen ist. Mhm. Ja, ich zeige es doch mal. Genau, ich hatte Sie gebeten, das könnten Sie am besten da erzählen. Schauen Sie mal, Mord. Ich glaube, dass Daniel eigentlich Mord schreiben wollte und dass die beiden letzten Buchstaben, die übrig geblieben sind, für einen Namen stehen, der mit dem Mord zu tun hat. Und welcher Name könnte das sein? E.R., das könnte Erik Reichelt heißen. Was soll das denn jetzt? Was erzählst du hier eigentlich? Bist du dir bewusst, was du hier sagst? Hör mal, Erik, ist Daniel eigentlich hinter dein Geheimnis gekommen? Was für ein Geheimnis? Ich schwöre, ich habe nichts mit dem Tod von Daniel zu tun. Frau Jonas, was für ein Geheimnis hat denn jetzt der Pfarrer Erik Reichelt? Ich mag gar nicht drüber sprechen, wenn ich ehrlich sein will, weil ich hab's meiner Freundin immer versprochen, dass ich dicht halte darüber. Astrid, tut mir leid, ich muss es jetzt aber sagen. Du willst meine Freundin sein, meine beste Freundin, das macht eine Freundin nicht. Weißt du, was du da anrichtest mit deinem Getratsche? Also es ist so, Astrid ist bereits seit 17 Jahren mit Erik zusammen. Hör doch auf zu reden! Die beiden haben sich bereits immer heimlich getroffen die ganze Zeit. Das ganze Dorf hatte keine Ahnung davon. Außer mir natürlich, weil sie ist meine beste Freundin. Mir hat sie sich anvertraut. Frau Becker, ganz einfach. Sie haben eine heimliche Beziehung mit Erik? Reichelt? Ja, heimlich ist sie ja jetzt wohl die längste Zeit gewesen. Ich habe Erik kennengelernt, als ich so enttäuscht war wegen der Sache mit Daniel. Erik war so anders, so tiefgründiger und verständnisvoller. Er war von der Sache mit mir auch von Anfang an hin und her gerissen. Und er wusste auch nicht, wie er sich verhalten sollte. Aber er konnte nicht widerstehen.
und wir haben uns ineinander verliebt. Auf jeden Fall war ich ziemlich jung und wusste auch nicht, worauf ich mich da einlasse, mit einer Beziehung mit einem katholischen Priester. Dann bin ich ziemlich schnell schwanger geworden und das war ein riesiger Schock für Erik. Er stand zwischen den Stühlen, weil er wollte für mich und Jenny da sein, aber gleichzeitig wollte er Gott dienen. Es war das Schlimmste, was hätte passieren dürfen. Uns hätte es gar nicht geben dürfen. Letztendlich hat er den Mittelweg gewählt und wir mussten unsere Liebe all die Jahre geheim halten. Mensch, Astrid, es tut mir echt so leid. Ich wollte das nicht. Aber man kann doch nicht zulassen, dass hier eine unschuldige Frau hinter Gitter kommt. Ja, jetzt, Frau Jonas, lassen Sie es gut sein. Die alles entscheidende Frage geht an Sie, Herr Reichelt. Es sind Ihre Initialen, die das Opfer uns hinterlassen hat. Und Sie waren auch der Erste am Tatort. Das haben Sie selbst eingeräumt. Stellt sich da schon die Frage, haben Sie Ihren Bruder getötet? Haben Sie ihn getötet, Nein. weil er Ihr Geheimnis Nein, das mit der verbotenen ich mir, das Liebe hab ich nicht. Zu Astrid ich hab nichts Becker mit dem Tod wollte. Von meinem Bruder zu tun. Das schwöre ich hier. Ihr Bruder kann ja auch gar nicht gewusst Herr haben. Herr Reichelt, Ihr Bruder musste verschwinden. Er wollte Sie Nein. verraten. Bitte. Das verbiete ich mir jetzt wirklich. Ich habe nichts mit dem Tod von meinem Bruder zu tun. Frau Becker, wusste er, dass Daniel das entdeckt hat? Sein Bruder ja. Hast du es ihm gesagt? Er hat unsere Hast Beziehung... Hast du ihm gesagt, dass wir was miteinander haben? Er hat uns entdeckt, Erik. Und bist du etwa so weit gegangen, dass du ihn umgebracht hast, um uns zu schützen, oder? Wie sehe ich das jetzt? Ich musste es tun. Daniel hätte geredet. Ich Nein. wollte doch nur mit ihm sprechen über Jenny, dass er endlich die Finger von ihr lässt. Ich glaube es nicht. Aber er hat es nicht getan. Ich wollte dich schützen, Erik. Ich liebe dich doch. Glaube mir, Daniel hätte niemals dicht gehalten. Es ist meine Schuld. Weil ich all die Jahre nicht zu euch gestanden bin. Euch, Herr Reichelt? Also ist Jenny Ihre Tochter? Ja. Sie sind jetzt mein Vater, oder was? Und das habe ich jetzt die ganze Zeit lang nicht mitbekommen, obwohl Sie die ganze Zeit hier vor meiner Nase sitzen. Wie... Ja. Jenny, ich hatte Nein. keine andere Wahl. Warum lügt ihr mich so an, die Jahre lang? Nee, echt? Ja, sie ist meine Tochter, die es eigentlich nie geben dürfte. Frau Becker, aber wenn das so war, wie ist dann die Tat abgelaufen? Haben Sie ihn mit der Schusswaffe den Daniel irgendwie gezwungen, den Abschiedsbrief zu schreiben und ihn dann zu dieser Plattform gezwungen? Ja. Er hat gedacht, ich wollte mich wieder mit ihm versöhnen, wegen des Streites, den wir die paar Tage zuvor gehabt haben. Und dann ist er zu unserem Treffpunkt gekommen. Und dann habe ich die Waffe meines verstorbenen Vaters genommen und habe ihn gezwungen, es so aussehen zu lassen, als wenn er sich selber umbringt. Haben Sie ihn gestoßen? Ja. Oh mein Gott, Astrid. Und der Kugelschreiber. Mit den Initialen hier von BR. Wollten Sie da gezielt den Verdacht auf die Angeklagte lenken, falls die Polizei nicht an einen Suizid glaubt? Nein, das ist ein Versehen gewesen. Ich habe den Stift auch nur benutzt, weil Frau Reichelt ihn mal bei mir im Reisebüro liegen lassen hat. Noch Fragen an die Zeugin Jonas? Nein, keine weiteren. Bleib unverteidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz, Frau Jonas. Noch Anträge? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Ja, hohes Gericht, ich darf zunächst ankündigen, dass ich die Zeugin Becker gleich vorläufig festnehmen werde. Frau Reichelt, ich bedauere, dass das hier Ihre Ehe Gegenstand der Erörterung war, bis ins kleinste private Detail, öffentlich. Das ließ sich nur bei dem schweren Vorwurf, dem Sie ausgesetzt waren, nicht vermeiden. Die Angeklagte ist freizusprechen und sie ist entsprechend zu entschädigen nach dem Gesetz. Vielen Dank. Herr Staatsanwalt Römer, war Herr Rechtsanwalt Hüsch. Ich kann mich kurz fassen. Meine Mandantin ist selbstverständlich freizusprechen. Der Haftbefehl ist aufzuheben. Und wir stellen den Antrag auf Haftentschädigung für die erlittene Untersuchungshaft. Vielen Dank. Frau Reichelt, Sie haben das letzte Wort. Letzte Wort. Ich hasse Sie, verdammt. Das war echt nicht nötig. Im Namen des Vorgesetzten geht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen der Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Und die Angeklagte ist für die zeitliche Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz. Meine Damen und Herren, folgender Beschluss. Der Haftbefehl wird aufgehoben mit Entlassungsersuchen zurück. Und ich denke, Frau Reichelt,
Ihr Sohn wird sich freuen, nach 2 Monaten der Untersuchungshaft vor den Großeltern zurückzukommen zu Ihnen. Und Sie haben 2 Sachen im letzten Wort gesagt, die, denke ich, ganz wichtig sind. Einmal sei nicht nötig gewesen. Nötig ist es nie, irgendjemanden zu töten. Aber Sie haben noch etwas anderes gesagt, dass Sie hassen. Und eigentlich genau ist das häufig ein Motiv für solche Taten. Das ist nicht das richtige Gefühl hier gegenüber einer Täterin. Einer Täterin, die im Grunde genommen zunächst einmal eigentlich nur Sie, Jenny, Ihre Tochter, verteidigen wollte, weil Sie letztendlich Daniel wohl deutlich besser kannte als Sie. Nur nachdem er wohl sagte, ich gehe davon jedenfalls im Moment aus, er lässt die Finger nicht von Ihnen, und Sie Angst hatte plötzlich, dass er auch noch über die Beziehung seines Bruders zu ihr sprechen will. Dann allerdings, Frau Becker, sind Sie nicht durchgedreht im engeren Sinne. Das, was Sie dann vorhatten, war ganz gezielt, ganz geplant, ihn zu zwingen, auf diese Plattform hochzusteigen und ihn dann auch zu zwingen, über dieses Geländer zu steigen. Jenny, Sie haben ebenso getan, Sie wollten jetzt mit Erik Reichel gar nichts zu tun haben. Vergessen Sie eines nicht, er ist Ihr Vater, und ich denke, er wird sich dazu auch zu bekennen haben. Nicht nur als Seelsorger, denn Ihre Mutter wird für viele Jahre nicht mehr für Sie da sein. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute, was entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf Rechtsmittel verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig, die Verhandlung ist geschlossen. Astrid Becker wurde wegen Mordes in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz und wegen unrichtiger Falschaussage zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt.